Oh Mann, ist das gut. Oh Mann, ist das gut. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video von uns zwei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Unterhaltungs-Premium-Content. Heute mit einer neuen Folge von Dinge, die jeder liebt. Oh ja, das gab es lange nicht mehr, aber wir dachten uns, ein bisschen Positivität in dieser Zeit wäre doch mal ganz schön. Ja, deswegen haben wir Situationen abgefilmt, die jeder liebt. Also wir lieben sie und deswegen dachten wir, dass ihr sie auch vielleicht liebt. Ja. Aber wir sind ja alle gleich. Schreibt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne neue Vorschläge für weitere Situationen in die Kommentare, dann können wir das Format vielleicht mal wieder ein bisschen aufleben lassen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns gerne, dann lasst das auch kostenlos. Ja. Und wir sind auch noch auf Instagram und TikTok vertreten, falls ihr da mehr sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen dieses Videoformat. Genau. Have fun! Dinge, die jeder liebt. Wenn der Lehrer sich verzählt hat und du dadurch eine bessere Note hast. So, hier gibt's einmal die Geschichtsklausur. Was? Eine 2? Ich hab eine 2! Was? Wie kann das denn eigentlich sein? Ich hätte schwören können, ich hatte eine 4 oder eine 5. Ich hab doch mindestens die Hälfte falsch. Mal gucken. Was? Oh Gott, ich glaube, der hat sich verrechnet. Das wäre auf jeden Fall eine 4 geworden. Oh, hat er sich echt verzählt? Wenn man so ein Trottel. Sag ich jetzt mal gar nichts dazu. Ich hab eine 2. 2. Wenn die ersten beiden Stunden ausfallen. Oh nee. Oh, ich will noch nicht aufstehen. So kuschelig. Oh nee, das geht wirklich nicht. Das ist echt hart. Oh, und dann auch noch Mathe. Gar keinen Bock. Wer schreibt mir denn da die ganze Zeit? Oh, die Klassengruppe. Habt ihr schon gesehen, dass die ersten beiden Stunden ausfallen? Wie? Die ersten beiden Stunden fallen aus. Oh mein Gott, ist das ein Traum? Nein, ich bin wach. Oh, ich gucke lieber selber nochmal schnell nach. Ja, oh mein Gott, ein Traum wird wahr. Die ersten beiden Stunden fallen aus. Ich glaub's nicht. Mama, die ersten beiden Stunden fallen aus. Oh Mann, womit habe ich so ein Glück verdient? Da schlafe ich direkt weiter. Oh, ist das schön. Oh. Mist, jetzt bin ich irgendwie wach. Wenn dein Schwarm ernsthaft Interesse an dir zeigt. Oh Mann, er ist einfach so süß und so lässig, wie er da steht. Ach, er würde niemals was mit mir zu tun haben wollen. Wieso kommt er denn in meine Richtung? Okay, cool bleiben. Hey, ich wollte fragen, ob du vielleicht Bock hast, mit mir was essen zu gehen. Mich? Ja klar, wer sonst? Oh, ja, okay. Magst du mir noch deine Nummer vielleicht geben? Ja, kann ich machen. 0173. Wenn man etwas wiederfindet, was man schon ewig gesucht hat. Oh Mann, ist das hier eine Staubschicht. Da habe ich ja 100 Jahre nicht mehr geputzt. So, und hier unten noch in den Ecken. Huch, was ist das denn? Schon seit Monaten. Ich fass es nicht, ich hab sie wieder. Oh, toll. Oh, ich dachte, du wärst weg. Jetzt hab ich sie wieder. Ach ja, putzen war doch gar keine schlechte Idee. Wenn du nicht für die Klausur gelernt hast und der Lehrer dann krank ist. Guten Morgen. Und, seid ihr alle gut vorbereitet für die Klausur? Ja? Schön. Ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ich war das ganze Wochenende auf TikTok. Ich hab's irgendwie verplant. Naja, wird schon. Gar keine Angst. Ich sehe das ganz gelassen. Mensch, ist ja jetzt schon 5 nach. Wo bleibt er denn? Liebe Schüler, liebe Schülerinnen. Herr Peters ist kurzfristig krank geworden und somit fällt die Mathe-Klausur aus und wird auf nächste Woche verlegt. Was? Oh mein Gott, Jackpot, Freunde! Ich wusste. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich nicht lernen brauche und ich habe alles richtig gemacht. Schön. Was machen wir? Gehen wir in die Cafeteria? Wenn dir an der Kasse zu wenig abgerechnet wird. Das war dann alles? Ja, genau, das war alles. Alles klar, dann mach das. Das Brot, das Küchlein. Ja, gut, da sind wir bei 3,20 Euro. Nicht vergessen. Dankeschön. Schön. Dankeschön. Ja, das passt so. Alles klar, dann schönen Tag noch, ne? Okay, danke. Tschüss. Ha! Ich
vergessen, meinen Kaffee abzurechnen. Das war ein Glückstag. Bei den Großkonzernen macht das eh nichts. Yes! Wenn es klingelt und die Stunde endlich vorbei ist. Oh, gleich ist es soweit. Gleich ist die Schule aus. Und zwar noch 5, 4, 3, 2, 1. Schau, ich bin weg! Wuhu. Wenn dir jemand den Kopf krault. Oh. Mm. Oh. Machst du weiter? Oh. Ist das schön. Du bist wirklich eine gute Freundin. So wie sich das gehört. Also langsam wird mein Arm auch ganz schön steif, muss ich sagen. Ja, macht nix. Nur noch ein bisschen. So 30 Minuten oder so. Oh. Wenn dir deine Eltern Frühstück ans Bett bringen. Oh, ich hab geschlafen wie ein Bär. Mein Liebling. Schau mal, ich hab gedacht, ich bring dir Frühstück ans Bett. Wirklich? Für mich? Also echt? Aber ich bekomme doch nie Frühstück ans Bett. Oh, meine Lieblingsbrötchen. Oh, dankeschön. Oh, das ist jetzt aber ein guter Start in den Tag. Und einen Kaffee natürlich. Oh, danke, Mama. Einfach nur, weil ich dich lieb hab, mein Engelchen. Das ist echt lieb. So, und jetzt lass es dir schön schmecken, mein Kind. Ach, ist das schön, jemandem eine Freude zu machen. Da geht's mir doch gleich auch viel besser. Ha, toll. Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse, wenn ihr jemandem noch eine Freude machen wollt, dann abonniert doch den Kanal von Leo und Steph. Die würde das sehr freuen. Denn fast 60% der Zuschauer haben Leo und Steph noch nicht abonniert. Das ist ja fatal! Ja, das ist es. Wenn es draußen regnet und du dich ins Bett kuscheln kannst. Oh Mann, ist das schon wieder ein Sauwetter draußen. Regen jeden Tag. Gut, dass ich es hier drin schön warm habe. Ha, da lege ich mich wohl einfach gleich wieder ins Bett. Oh, ich liebe diese Regengeräusche. Die sind so beruhigend. Aber auch nur, wenn ich hier im Bett liegen kann. Das ist so gemütlich. Ohne schlechtes Gewissen. Einfach nur im Bett rumgammeln. Toll. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt, entstaubt und gesaugt hast und dich fühlst, als hättest du dein Leben unter Kontrolle. Puh, dann wollen wir mal. Ich hab mein Leben echt unter Kontrolle. Ah, ist das ein gutes Gefühl? Hier lässt es sich jetzt richtig schön leben. Wenn jemand aufmerksam ist. Leo, schnell, Bachelorette fängt an. Okay, hier bin ich. Ich bin bereit. Hier, guck mal, hier hab ich gerade im Supermarkt gesehen. Das ist doch deine Lieblingsschokolade, oder? Oh, du bist ja süß. Ja, das wollte ich dir mitnehmen. Gerne. Oh, das ist ja nett. Ja, oh, lecker. Oh. Müssen wir uns gleich teilen. Ja. Ne? Ah, sie ist für mich. Ich gebe ja, gar nichts ab. Auch alleine essen. Oh, lecker. Oh, lieb, dass du an mich gedacht hast. Oh, klar doch. Ja, ihr kennt es. Es ist wieder vorbei. Ja. Vorbei. Hi. Denn alles hat ein Ende. Und die, die uns schon länger verfolgen, wissen, was das bedeutet. Denn jetzt kommen wieder die Shoutouts. Moment. So, das erste Shoutout geht raus an Miriam Lederer. Mhm, ganz liebe Grüße. Als nächstes grüßen wir Nevi 8 auch an dich. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Und als letztes gehen noch Shoutouts raus an Leila, auch an dich. Ganz liebe Grüße. Und wenn ihr das nächste Mal mit in der Auswahl dabei sein wollt, dann kommentiert unter diesem Video mit dem Hashtag Team Leo und Steph. Und jetzt würde ich sagen, macht euch einen gemütlichen Sonntag im Bett. Vergesst nicht, genug Kerzen anzuzünden, denn das gibt eine romantische Stimmung. Aber vergesst auch nicht, sie irgendwann wieder auszumachen, nicht, dass die Wohnung abfackelt. Das, was sie sagt. Ja. Und ja. Falls ihr allein seid, kauft euch Pflanzen und gute Freunde. Mach ich auch regelmäßig. Oder kauft euch einen Kombucha-Pilz. Das ist auch ein sehr gutes Das ist aufregend. Macht das und auch noch gut für euren Darm. Oder wisst ihr was? Ihr hört einfach am besten gar nicht auf uns. Was? Ja. Irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich würde auf mich hören. Ich weiß ja nicht. Also jetzt habt einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns hier nächste Woche wieder antreffen. Ja, bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao. Tschüssi. Macht's gut.